Das ist Lisa und das ist Paul. Die beiden haben heuer die Matura geschafft und beide mit guten Noten. Schule ade, endlich! Jetzt wollen sie an die Uni und Wirtschaftswissenschaften studieren. Da wird es jetzt aber wahrscheinlich Aufnahmeprüfungen geben. Und das, obwohl in Österreich weniger Menschen ein Studium beginnen als in den meisten anderen Ländern. Und viel weniger Menschen ein Studium abschließen als in den meisten anderen Ländern. Aber an der kleinen Uni ist zu wenig Platz, also werden einfach weniger Studierende aufgenommen. Paul geht auf Nummer sicher und macht einen Vorbereitungskurs. Schließlich ist so eine Prüfung bestimmt kein Honiglecken. Lisa kann sich das nicht leisten und ihre Eltern kann sie auch nicht schon wieder anhauen. Sie lernt allein zu Hause. Dann der Tag der Entscheidung. Mittlerweile gibt es tatsächlich eine Aufnahmeprüfung. Paul freut sich, denn er ist sehr gut vorbereitet. Bei der Prüfung sind mehr als die Hälfte Mädchen. Zugelassen werden aber viel mehr Burschen. Lisa hat auch Pech. Und das nicht nur, weil sie ein Mädchen ist. Nur jede und jeder zehnte Studierende in Österreich kommt aus einem finanziell schlechter gestellten Elternhaus. Paul ist das ein bisschen peinlich. Aber Hauptsache er hat's geschafft. Immerhin geht's ja ums Familienunternehmen. Auch wenn Lisa unbedingt studieren wollte, sie kann ja immer noch seine Sekretärin werden. Ist sicher auch nett. Gemeinsam für Lisa gegen Zugangsbeschränkungen.